Nachts immer überlegen. Ja, ihr Spruch. Gute Frage. Genau, am Montag war er noch frei. Da habe ich eigentlich nichts gemacht. An dem freien Tag. Dann am Dienstag, wo ich von... Oh, Dienstag Abend zu... hatte ich dann eine Jugendübung mit der Feuerwehr. War mal relativ interessant. Also, wenn man so schaut, wir haben Knoten gemacht. Und ja, es gab da zwei, also teilweise Knoten und teilweise hat man so die Saugleitung zusammengekoppelt. Und ich war bei den Jugendlichen, die die Saugleitung die Knoten gemacht haben. Und da hatte ich zwei, die haben eine Person, die hat es eh schon mal von ihrem Dad ein bisschen beigebracht bekommen. Und er hat gesagt, da hat der Dad schon so war drauf bepicht, damit sie das auf jeden Fall lernt, weil der davor halt die Jugendfeuerwehr in dem Ort gemacht hat und mit dem wir zusammengekommen sind. Und der hat echt die Knoten richtig gut hingebracht. Dann einer aus meinem Ort, der, Alter, kann man sagen, was er will, er engagiert sich sehr und interessiert sich auch anscheinend ziemlich, was wir als machen. Die Kleine hat einen Schub, ich kann das alles immer. Allerdings immer. Ja, schön. Und ja, bei dem. Komm runter, Bud. Ja. Okay, cool. So. Und ja, nächstes Teil um. Und bei denen haben die Knoten richtig, richtig gut hinkauen. Nur halt bei den anderen beiden Schwätzern nicht, sag mal so. Ja, das sind solche, wo ihr mal die Klappe ein bisschen weiter aufreißen. Ich höre hier doch noch irgendwo. Kann das sein, mit unten eine ist? Ja, wo gerne mal ein bisschen aufschwätzen. Sag mal so. Und tja, bei denen haben irgendwie die Knoten da nicht so hingehauen. Blöd. Ich habe ihnen gern geholfen. Aber ich habe mir gedacht, das ist jetzt auch mal nicht so schlecht. Wenn ein paar so Großschwätzer mal blöd aus der Wäsche schauen. Wenn es dann doch nicht so ganz hinhaut, wie sie es sich vorstellen. Ja, und sonst kann ich eigentlich nichts viel dazu sagen. Also es war mal wieder eine langweilige Woche von mir. Au. Ja, was war denn sonst noch so? Lass mich mal überlegen. Na, jetzt bin ich ja eigentlich schon bei der Feuerwehr, dann mach ich doch gleich weiter. Nämlich am am Mittwoch dann. Ja, ich weiß, ich will keine Ausforderung machen. Die haben mir gedacht, probieren wir jetzt mal. Nein! Nein! Am Mittwoch. Au. Am Mittwoch hatte ich dann noch eine Begehung. Wow.
Okay. Ja, eine Begehung von unserer Stiftung. Das war auch mal interessant, weil das, da kommt man halt dann doch auch nicht so. Rein. Wenn man da nicht arbeitet. Und war mal interessant, das alles zu sehen. Und ja, war mal eine interessante Abwechslung. Ja, die auch so, machen wir die Sonne da. Hab jetzt keine Lust. Und. Und, oh, ja, war mal interessant, sowas auch zu sehen, so eine Begehung mal anzuschauen, ja, wie das alles aufgebaut ist und auf was man achten muss, wenn man dann da mal Einsatz hätte. Und, ja, war mal auf jeden Fall interessant und ich hätte nie gedacht, dass es wirklich so riesig ist, aber das ist ein riesiges Gelände und auch, ja, mit was, an was man da alles denken muss, wenn man sowas macht, das ist schon enorm. So, jetzt habe ich es zu leise gestellt. Es ist laut, jetzt zu leise. ja, hätte ich nie gedacht, bin ich ehrlich. Weil, wer denkt denn bitte damit, dass so viel dabei ist, was man ja bedenken muss bei so einer Anstalt. Und ja. War auf jeden Fall mal sehr interessant, sowas zu sehen. Da hat sich die Woche damals in Würzburg wirklich rendiert. Weil sowas sieht man dann doch nicht immer. So, wir schweben da langsam gemütlich hoch. Höher und höher und höher. Ja. So. Genau, und sonst. Jetzt war es eigentlich bei mir schon feuerwehrmäßig die Woche. War mal Ausnahme die Woche auf jeden Fall, damit die gleich zweimal für die Feuerwehr unterwegs war. Gut, einmal für die Jugend, das macht mir auch persönlich viel Spaß, den jungen Leuten was beizubringen. Hat man halt dann doch auch nicht immer so ganz. Damit man denen immer was beibringen kann, also. Es ist schon toll, sagen wir so. Es macht auch sehr viel Spaß. Kann ich auf jeden Fall jedem mal empfehlen, der sich gerne engagiert, mal mit Jugendlichen oder mit jungen Leuten was zu machen. Wer jetzt schon ein bisschen älter ist. Und wer noch ein bisschen in den jüngeren Jahren ist, kann ich es auf jeden Fall empfehlen, irgendwelche Sachen zu machen, wo man mit Leuten in Kontakt kommt, also Teambuilding-Maßnahmen. Das kommt doch mal relativ gut an dann auch. Ah, was da unten denn? Klack. Wer hier will. Was war das jetzt? Wir haben uns am Boden hingeguckt. Okay. Nö, also, das war so das bisschen, was ich die Woche an neben der Schule noch erlebt habe und gemacht habe. Okay. Was ist komisch. So, ja, ich nehme einfach immer die mit, was ich gerade halt sehe. Klammert immer noch rum. Die Aussicht auf den Mond ist der Wahnsinn. Können wir los? Nein. Mama, wann sind wir da? Noch nicht. Mama, wie lange brauchen wir noch? Ja, ich spreche aus Wahnsinn soweit genauso. Aber ich glaube, das ist jeder irgendwie eine Key. Kleinen Jahren, Kinderjahren,
So, ich bin mal wieder verplant, weil ich nicht weiß, was jetzt noch kommt, was jetzt so ansteht. Deswegen